Herzlich willkommen zu unserem Projekt My Cycling City. Wir sammeln Watt. Unsere zentrale. Okay. Unsere Cent. Kannst du deine Folie weitermachen? Okay. Unsere zentrale Idee war, dass wir einerseits Leute, die einfach Stubenhocker sind, einmal ein bisschen zum Bewegen zu bringen, indem wir die Minecraft-Spieler belohnen dafür, dass sie Fahrrad fahren. Gut, da wir hier einen schlechten Fahrrad haben, haben wir hier uns so einen Radnamen-Generator genommen, den man auch sonst im Fahrrad hat. Und der gibt eine Wechselspannung aus, so eine Sinuskurve, also so eine runde Wechselkurve quasi. Und dann haben wir hier noch so einen Schaltkreis auf dem Breadboard, ja, sollte man sehen, die Sinuskurven quasi in Rechteckkurven umwandelt, damit der ESP32-Chip das einfacher auslesen kann. 82-66er. Die Kilometer werden dann vom ESP8266er, ich nenne den jetzt einfach nur ESP, in Kilometer umgerechnet, indem wir danach senden wir dann die per WLAN an den Server, der die dann weiterverarbeitet. Auf dem Server haben wir einen Java-Socket, der direkt in dem in Minecraft integriert ist, weil es in einem Plugin gecodet ist, was auch direkt diese Kilometer in Coins umwandelt. Und auf dem ESP haben wir für Python quasi den Client erstellt. Dabei hatten wir das Problem, dass wir so kleine Datenmengen senden, dass der Router die einfach aussortiert, falls er überlastet ist. Und der hier ist ganz offensichtlich überlastet. Das haben wir aber gelöst, indem wir auf dem ESP auch trotzdem noch den Kilometerstand speichern. Das heißt, wir rechnen dann nur die Differenz auf dem Server um. Das heißt, wenn man jetzt mal mit dem Fahrrad aus dem WLAN rausfahren würde und dann wieder rein, würde es trotzdem nicht kaputt gehen. Eingefahrener Kilometer sind ungefähr 100 Coins, die man dann in einem Shop in Minecraft ausgeben kann. Den Shop haben wir mit einem Plugin erstellt und wir haben auch ein Login-System, was wir verwenden dafür, dass wenn man ein ESP hat, dass man dann den angeben kann als und wir den dann in den Account machen können. So, jetzt zur Live-Demo. Also einmal, es muss nicht am Laptop angeschlossen sein. Ich habe es jetzt einfach nur am Laptop angeschlossen, dass wir hier nochmal die ganzen Daten, die durchgehen, nochmal sehen können und beschreiben können. Also als erstes, wenn wir das anmachen, so, fängt jetzt der Motor an. Ist aber ein bisschen laut. Normalerweise ist es einfach das Fahrrad, was das antreibt, das vorne im Fahrradrad drin. Wir haben jetzt einen Motor, weil wir keine Lust haben zu kurbeln. Der hat dann die Wechselspannung, gibt sie auf den ESP32, wenn wir das anmachen. Der war schon an, aber ich habe den Tracker rausgesteckt, Entschuldigung. Die rote LED zeigt dann an, wie die Spannung ist, und die grüne LED zeigt dann jedes Mal, wenn der die Daten an den Server schickt, dann blinkt die grüne LED einmal auf. Okay, noch nicht, dann dauert es noch ein bisschen, bis der geladen hat. Ist abgestürzt? Ja, Minecraft ist abgestürzt, das heißt, wir können jetzt nicht zeigen, wie das da ist, weil, ich weiß, ja, es dauert noch ein bisschen, bis er es gestartet hat. Dabei können wir jetzt die Konsole aber erstmal zeigen, obwohl doch, ne, ja, wenn es angezeigt werden würde.
Ja, also theoretisch sollte man jetzt eigentlich die Serverkonsole sehen. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite Minecraft. Auf der linken Seite auf der Serverkonsole, wenn alles funktionieren würde, würde dann steht dann auch, ich sehe es gerade nicht, ist zu klein. Da, ja. So. Ja, kann man irgendwie machen, dass ihr seht, dass man sieht? Könnte das HDMI-Kabel direkt hier einstecken, statt über USB-C zu gehen? Das ist schwer zu beschreiben, ohne dass ihr es seht. Aber hier ist jetzt falscher Bildschirm, Vater. Windows P. Hallo? Ah, so. Duplizieren. Ja. Hallo, wo ist die Maus? Die Maus ist verschwunden. Duplizieren. So. Jetzt sieht man's. Also als erstes die Konsole. Ich glaube, ihr seht nichts. Aber wenn jetzt das läuft, dann schickt er die Daten an die Konsole. Ich glaube, wir haben gerade ein paar Probleme, weil der schickt nichts. Und dann sollte der Server das verarbeiten. Schick mal bitte. Und dann sollte eigentlich da auch in Minecraft gezeigt werden, das Geld, was am besten ankommen würde. Ah, warte, ich habe das Programm noch nicht gestartet, das könnte helfen. Ja, jetzt schickt er die Daten. Ich sehe es nur bei mir, kommt anscheinend nicht an. Das heißt, der Router ist wieder überlastet. Wir tun jetzt so, als ob der Router nicht überlastet wäre. Und ich mache das mal aus wegen dem Sound, weil es viel zu laut ist. Ja, dann theoretisch würde dann jetzt Geld da aufploppen in deinem Chat, das wir dann im Shop anwenden können, um zum Beispiel Diamanten zu kaufen, sodass wir dann, wenn man mit den Freunden spielt, dass man einen Vorteil sich holen kann, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fährt, statt mit dem Bus oder mit dem Auto. Ja, das ja jetzt hat er sich ein bisschen... Da ist jetzt doch noch was nachträglich gekommen, weil anscheinend, wir waren ja vorher auf... Der Kontostand wurde hier aktualisiert, sieht man jetzt in der Konsole. Und das ist anscheinend jetzt nachträglich noch übers Netzwerk gekommen, weil, ja, das halt, weil es halt in dem Moment, jetzt kommen immer 1000, weil das halt immer das war, ja, weil es halt im Router stuck war quasi. Ist halt so. So, wir danken allen Mentoren. Was? Nein. Ja, ich habe doch schon gesagt, da ist der Shop. Okay, dann kauf meinetwegen, keine Ahnung, ganz viel TNT und spreng alles in die Luft. Ja, kauf meinetwegen. So. Ja, aufs Papier drücken, so. Okay. So, jetzt haben wir das TNT, jetzt können wir alles hochsprengen, okay. Jetzt danken wir allen Mentoren, die uns geholfen haben, weil super viele Mentoren haben uns geholfen in allen möglichen Bereichen. Wir hatten sehr viele Probleme mit dem ESP und generell mit dem Server. Und jetzt sprengt alles hoch.